Wir sind aktuell in Shark Bay, sind wir aktuell. Es ist jetzt 20:09. Wir machen uns auf den Weg nach Mankemia. Vielleicht sehen wir ein paar Delfine, wenn wir rechtzeitig da sind. Und Glück haben, jetzt Samstag. Samstag ist heute. Ja, geht jetzt los. Oh, jetzt muss ich wieder aufstehen, weil irgendein Affe hinten die Tür nicht zugemacht hat. Zu? Das war der Yoshi-Affe. So, weiter geht's. Ganze 2 Meter gefahren gefühlt und eine Lagune hinter uns. Wunderschön. Irgendwie blaues Wasser, glasklares Wasser. Ein Träumchen. Leider zu spät dran, um Delfine zu sehen. Leider. Können morgen um 7:45 hierher kommen. Ich laufe hier am Strand entlang. Alles für den Shot. Man muss mir dringend mal einen Akku kaufen. Ich habe nur einen für meine Kamera. Ich weiß gar nicht, ob man die Canon, ich habe die M50, ob man die über USB aufladen kann. Keine Ahnung, deswegen ist es im Auto auf einem Roadtrip. Ich habe auch nur einen 220 Volt Stecker. Kompliziert den aufzuladen und dann nur ein Akku. Auf jeden Fall lecker Timtam. Und jetzt sind wir hier irgendwo bei irgendeinem Spot. Ich habe eine kurze Hose an. Fünf Minuten später, wir sind am Shell Beach. Wie man denn geil sieht das denn aus? Einfach hier Muscheln auf dem Strand. Kein Sand. Sieht einfach. Vorher habe ich das noch nie gesehen. Ist halt einfach. Sieht voll geil hin. Blaues, glasklares Wasser. Ach, liebe Australien. Letzter Spot, bevor wir jetzt die Halbinsel verlassen. Harmelin Pool. Keine Ahnung, was es hier gibt. Steht irgendwie auf unserer Liste. Wahrscheinlich Meer. Ist schon mal da hinten. Und vielleicht ein paar coole Felsformationen oder sowas. Weiß nicht. Ja, ist wieder windig. Ich weiß gar nicht, ob man das hört. Mit dem Wind? Ich hoffe nicht. Ich habe hier oben Popschutz drauf. Oder eher gesagt, so ein Fell, so ein Bommel, wenn man es mal gesehen hat. Wahrscheinlich so auf Instagram oder so sieht man mal einen Post, wo ich glaube die Kamera habe. Da sind auf jeden Fall ein paar Leute, das ist ein Steg. Ich gehe mal kurz hin und dann zeige ich euch das. Okay, ich bin 2 Meter gegangen. Ich weiß jetzt nicht, was hier so spannend sein soll. Ziemlich flach hier. Irgendwie so ein paar Steine und dann da hinten irgendwie das Meer. Keine Ahnung. Ich gehe nochmal da vorne auf den Steg und vielleicht ist da noch was Besseres. Ich weiß ja nicht. Auf der Liste sieht es da ganz cool aus, den ganzen Gesteinsformationen und den ganzen Bums hier hinter uns, aber ich weiß nicht, irgendwie, man vergleicht das natürlich immer so ein bisschen und die Erwartungen steigen natürlich immer mit dem. Mit dem Reise, mit der Reisedauer. Deswegen weiß ich nicht. Ist ganz nett, aber muss man nicht unbedingt gemacht haben. So, das war's für heute. Auto steht, Dachzelt steht auch. Ich freu mich. Ja. Reis kocht schon mal. Das heißt, es gibt dann gleich Essen, Sonne geht auch schon unter. Es ist irgendwie kurz vor 6 müsste es sein. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Habe ich das schon mal irgendwo gemacht? Habe ich noch nie gesehen in Deutschland, aber
Doritos mit Wasabi. Die sind mega geil. Meine Mutter mag die nicht ganz so gerne. Ja, das war's für heute. Wir sehen uns irgendwann anders. Mach's gut. Ciao.